Zum ersten Mal fand die Flugshow beim Glocknerhof statt, wo begeisterte Modellbauer aus dem europäischen Raum zusammenkamen. Hallo, also ich bin da heute am Glocknerhof und wir haben da heute unseren Flugtag, was der Adolf da veranstalten will. Ich habe die Ehre, die Flugleitung zu machen und das Ganze wird halt so ablaufen, dass wir am Vormittag bzw. Nachmittag Segelschlepps, Helikopter, Jets, eigentlich alles vertreten ist. Dann am späten Nachmittag kommt noch Funktionsmodellbau mit Bagger, Radlader und ganz später am Abend wird dann ein Nachtflugshow gemacht mit den Schweizer Kollegen. Wir machen ein super Programm. Aber bevor es mit der Flugshow losgehen konnte, musste die Startbahn hergerichtet werden. Der neue Flugplatz, der befindet sich jetzt nämlich etwas unterhalb des Glocknerhofs. Und welche Modelle konnte man jetzt bestaunen? Ja, ich habe mit eine Jag 55 mit einem 3W-Motor, 2,60 Meter groß. Dann habe ich mit eine Viper, eine Daft Viper, die ist ganz neu, hat einen E-Jet-Motor, Impeller drinnen. Geht sehr gut. Dann habe ich mit einem Eigenbau Funjet mit Vektorsteuerung, auch hochinteressant beim Fliegen, also macht wirklich Spaß, wo man alle möglichen Figuren fliegen kann. Ja, und übliche Segler, was man so als Modellbauer und Flieger als Pilot mithaben muss. Aber nicht nur Helikopter, Düsenjets und Co. konnte man am Himmel sehen, sondern auch Segelflieger, welche, wie die großen Brüder, mit einem Schlepper in luftige Höhen gebracht wurden. Das ist ein Eigenbau, der Rumpf ist von der RC Flight Academy, vom Erwin Schreiber und den Rest habe ich selber gebaut. Die Maschine ist eigentlich eigenstartfähig, die hat ein Klapptriebwerk. Allerdings ist das Anfang der Woche ausgefallen, deswegen bin ich jetzt im Moment auf Schlepper angewiesen. Super, super Unlock da, schöner Flugplatz, nette Leute. Ich fliege jetzt seit 10 Jahren und bei dem Fliegen habe ich eigentlich relativ schnell gelernt. Hangar 9 Su 26 mit 3,1 Meter Spannweiten. Da werden 150 ATA verbaut und überall Spektrum High Voltage Servofolie. Gebastelt, geleimt, gesteckt und verkabelt. All das ist in den eigenen Glocknerhof-Räumlichkeiten möglich. Für die Modellflugbauer gab es also jede Menge Platz, um kreativ sein zu können. Für jeden Piloten, der irgendwie sein Hobby liebt, muss am Glocknerhof. Es gibt nichts Schöneres. Ich bin im Glocknerhof und das haben wir schon öfters gewesen. Es ist einfach traumhaft. Der Flugplatz ist schön und macht riesig Spaß. Beim Glocknerhof natürlich ansässig, Flugplatz, was will man mehr? Für den Segelflieger gibt es nichts Besseres hier in der Gegend. Die ganze Infrastruktur hier vom Platz mit dem Laden, mit den ganzen Steckdosen oben, für die Familie, der Wellnessbereich, ganze Freizeitmöglichkeiten. Also wir sind recht begeistert und wir sind, glaube ich, nicht zum letzten Mal hier. Der Essen ist sehr gut, können wir uns nicht beschweren. Wir haben ein bisschen Probleme, weil meine Tochter glutenfrei, also ohne Getreide essen muss. Aber das klappt da oben auch super, der Koch geht da auf die Sonderwünsche ein. Da haben wir bisher keine Probleme gehabt. Weiters besteht auch die Möglichkeit, während des Urlaubes einen Modellflugkurs oder ein Hangflugseminar zu absolvieren. Und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, auch mit Ihrem eigenen Modell zu starten, im Hotel gibt es für Sie einen eigenen Modellbaushop. Die Flugshownacht mit atemberaubenden Lichteffekten wurde von den schweizerischen Freunden organisiert. Wir möchten euch heute Abend ein ganz kleines Potpourri eigentlich zeigen, was Nachtflug heißt. Also mit Hubschrauber, mit beleuchteten Nachtflugblättern, mit ein wenig Feuerwerk auf dem Hubschrauber. We'll be right back.
Höhepunkt der Nachtflugshow war das atemberaubende Feuerwerk, welches nicht nur von einem Helikopter aus auf das jubelnde Publikum abgefeuert wurde. Und wir freuen uns auf die nächste Nachtflugshow 2016. Alle Infos und Termine auf www.glocknerhof.at.